Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Part von Let's Play Pokémon Saphir Edition Duo Team Challenge. Endlich geht es weiter auf meinem Kanal mit dem vierten Projekt und ich freue mich schon riesig wieder Pokémon Saphir zu spielen. Eines meiner allerersten Pokémon Spiele, vor allen Dingen weil ich gerade erst Pokémon Alpha Saphir zu Ende gespielt habe. Endlich mal wieder ins Original schauen und zwar mit einer selbst ausgedachten Challenge. Und wer sich jetzt fragt, was es mit dieser Challenge auf sich hat, ganz dringend unten in die Videobeschreibung gucken. Dort ist das Spiel beschrieben, natürlich die Challenge an sich und dort ist auch die Playlist zu finden. Zusammen mit der Ankündigung dort werdet ihr in Videoformat die Challenge und das Spiel genauer erklärt bekommen. Und ich würde sagen, bevor wir hier weiter rumbrabbeln, starten wir mal das Spiel. Und ihr seht schon, ich habe eine Testversion hier angefertigt, nur um mal reinzuschauen. Und zur Duotin Challenge an sich kann man sagen, wir dürfen effektiv eigentlich nur mit zwei Pokémon kämpfen. Die dürfen dann auch nicht mehr ausgetauscht werden. Das ist eigentlich an sich die Regel. Mehr ist es nicht. Es ist also nicht so kompliziert. Und dann gibt es natürlich noch Slots im Team, die für VM-Sklaven benutzt werden. Alles weitere findet ihr in der Ankündigung. Und sonst würde ich sagen, starten wir das Spiel. Oh, es geht ja los. Oh, ich freue mich riesig. Hallöchen, Professor. Schön, Sie wiederzusehen. Na? Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Hier wird alles noch groß geschrieben. Mein Name ist Birk. Okay, ich höre jetzt schon ein bisschen damit auf. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Wie eigentlich alle Pokémon-Professoren überhaupt. Das nennen wir ein Pokémon. Ein Naturelsüß. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen. Als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schießen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen ein anderes von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Ja, schön. Und wer bist du? Erstmal wunderbar. Themenwechsel. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Ich bin dann doch in der Hinsicht lieber ein Junge. Sieht doch wunderschön aus mit der Pixelgrafik. Auch ich freue mich riesig, das Spiel wieder zu spielen. Oh, fein, wie heißt du? Sebold Daniel Helge Jan. Da habt ihr uns ja einiges zum... wunderbar. Zur Option gelassen. Neuer Name, natürlich machen wir uns unseren eigenen Namen klar. Und zwar natürlich als Capco. Und ich werde mich hier groß schreiben. So. Denn hier wird eigentlich alles groß geschrieben. Das habt ihr eben ja schon mitbekommen. Capco. Sehr schön. Habe ich alles richtig geschrieben? Wäre sonst blöd. Okay. Alles klar. Und wir lassen uns, wie gesagt, groß. Ah, du bist also Capco. Ja, bin ich. Das bin ich wohl. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Capco und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. So viel habe ich noch nicht verraten. Na egal. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Na gut, Leute, dann werden wir ganz klein und beginnen unser Abenteuer. Ein interessantes Geräusch. Und das erste Mal starten wir ein Pokémon-Spiel nicht in unserem Zimmer, sondern wir sind so lebensgefährlich und sind in einem fahrenden LKW. Ja, schön. Wunderbar. In einem fahrenden LKW, was überhaupt nicht erlaubt ist, gleich zu sein. Boom. Ach ja, dieses wunderschöne Geräusch, wenn man irgendwo gegenknallt. Na egal, Leute, ich würde sagen, betreten wir die Hohenregion. Oh, da sind wir. Wie auch immer diese LKW hierher kommt. Na egal. Oh, Capco, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt lebensgefährlich, ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Ich sollte übrigens gleich auch das Texttempo nochmal ändern. Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Capco. Mal früher musst du bei mir im Bett schlafen. Lass uns hineingehen.
Das ist doch wunderbar toll. Mensch, siehst du, Capco? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Deine Stimme ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Wie praktisch. Ja, das ist doch sowas von praktisch und vollkommen Sklaventreiberei und so. Capco, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Spatz. Oh, Fati. Schön, dass sie auch immer Fati hier sagen. Fati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Natürlich, warum auch nicht. Okay, bevor wir das machen, wo habe ich überhaupt meine Option? Ah, Basis-Item. Ich muss mich erstmal mit der Steuerung zurechtlegen, denn auch hier spiele ich mir auf dem Emulator. Aha, oh, alles klar. So, das machen wir zuallererst. Optionen. Texttempo auf 3. So, Animation kann einbleiben. Kampfstil bleibt ebenfalls auf Wechsel. Das habe ich so erstmal eingerichtet. Und ja, erst muss noch das Motiv fehlen. Und mal gucken. Das sieht schon ziemlich bunt aus. Mal gucken, ob wir das auch behalten. Uiuiui, hier wird es ja interessant. Ich überspringe die ganze Zeit was, glaube ich, oder? So ein bisschen. Das sieht ja auch interessant aus. Okay. Aber das ist noch am besten, finde ich. Ich meine, das ist ein so schönes Alpha Saphir Blau quasi, kann man sagen. Na gut, so behalten wir es. Alles klar. Zurück. So. So belassen wir es. Wir können auch schon gleich sichern. Wir können auch gleich erstmal bei uns auf den Pass gucken. Aha. Geld 3000 Pokédollar. Und wir sind noch ohne Orden. Das wird sich aber hoffentlich bald ändern. Mal gucken. Und dann beginnt auch gleich die Duo Team Challenge. Na, wie sieht's aus bei euch? Geil. Mich interessiert, was er gerade im Fernsehen guckt. Du sollst arbeiten, Junge. Na, ist auch egal. Gehen wir mal nach oben. Wir haben noch eine Uhr einzustellen. Und eine Gamecube zu spielen. Cool. Blablabla. An den Controller angeschlossen. Schön. Was wir zuerst machen, erstmal in den PC gehen. PC einschalten und uns dort natürlich unseren Trank abholen. Nicht ablegen, ich wollte was nehmen. So, da. Einen Trank genommen. Sehr schön. Und zurück. Den können wir sicher ganz gut behalten. Alles klar. So, und sonst? Was ist hier noch? Kevin schaut sich die Karte der Hohenrichtung genau an. Okay. So sieht's also aus. Okay. Rosalstadt, Blütenburg City ist da, glaube ich, noch. Ja, genau hier. Sehr schön. Dort wartet unser Vati noch auf uns. Und da ist die Uhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Stelle sie besser ein und ziehe sie auf. Das machen wir gerne sofort. Wie spät ist es denn? 19.26 Uhr gerade bei mir. Wir haben jetzt gerade 10 Uhr mittags. Also, das könnte noch eine Weile dauern. Ach, wieder schön die alte Musik hören. So, 7 Uhr. Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter. 19, 20, 25, 26. Ich gehe mal auf 27 schon, oder? Hier ungefähr. Ja, das passt. Oder? Obwohl, es ist ja 5 Uhr. Ich bin ziemlich dämlich, Leute. So, jetzt haben wir 7, das ist 19 Uhr. So, so langsam die Uhren stellen, müssen wir noch alles lernen. So. Das könnte ungefähr die 27 sein, oder? Das passt schon. Ist die Uhr so korrekt? Natürlich. Natürlich. Alles klar, es wäre erledigt. Oh, Capcom, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Ja, hab ja nichts anderes gemacht hier. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Ja. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Ach, nochmal eine Hommage, dass ich hier den Trank finden soll. Na gut. Gehen wir wieder runter. Oh. Oh, Capco, schnell, komm schnell her. Was ist denn los? Da ist die Arena von Blütenbox City. Ich glaube, Fati ist im Fernsehen. Schnell mal reingucken. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenbox City. Oh, ja toll. Oh, schon vorbei? Ich glaube, Fati war im Fernsehen und wir haben alles verpasst. Ihn verpasst. Und nein, ich habe ihn verpasst. Nicht du. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Ich meine Prof Birk. Er lebt gleich nebenan. Daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Wir sollen doch ins Labor gehen, oder nicht? Na, auch egal. Gehen wir mal raus. So. Wie sieht's aus? Haus von Capco. Natürlich, das Haus gehört uns. Kein Problem, Leute. Und hier leben nicht wirklich viele Leute. An sich nur Professor Birk hier rechts und da ist noch sein Labor. Toll. Immerhin war er so nett und hat uns doch mal als einziger Mitbewohner hier im Dorf zurückgelassen. Das ist sehr, sehr nett von ihm. So, und was sagst du so? Wenn ein PC benutzt, kannst du der Ortleiter und Kraft der Wissenschaft ist atemberaubend. Natürlich. Gott, Professor Birks Haus natürlich. Das meine ich natürlich. Natürlich. Und Gott, ist das laut auf meinen Ohren, aber damit muss ich irgendwie leben. Wie sieht's denn hier aus? Ach Mensch. Hallo, wer bist du denn? Oh, hallo, wer bist du? Blablabla, Punkt. Oh, du bist Capco, unser neuer Nachbar. Hallo, wir haben ein Kind in deinem Alter. Oh. Das ist auch eine Anspielung, oder? Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Da haben sie sich die Entwickler aber richtig viel Mühe gegeben, Leute. Wow. Freundschaft zu schließen. Lauf doch mal die Treppe hoch und nicht gehen. Laufen. Lauf bloß hoch, damit du dich auch bitte schön verletzt. Gott, hallo Maike. Na, wie sieht's aus? Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Fehlt noch... was?
Oh, Hallöchen. Was? Wer bist du denn? Ach so. Ah, du bist Capco. Du bist heute hierher gezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Capco, und wir Freude werden. Nein, bin ich nicht. Ist das nicht albern? Ich habe dich doch gerade erst kennengelernt. Och nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Vater doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Capco, wir treffen uns später. Sicher? Ich wollte dich doch gar nicht kennengelernt. Ich wurde gezwungen. Na, egal. Was ich vorhin übrigens noch sagen wollte, diese Duo-Team-Challenge ist noch eine Art Test. Ich habe schon mal in einer anderen Edition so eine Duo-Team-Challenge gemacht. Es kann aber sein, dass sie noch ein bisschen zu einfach ist, wenn man nur mit zwei Pokémon hier rumläuft. Ich meine, die werden ja auch dementsprechend viele Erfahrungspunkte abbekommen. Dementsprechend können sie, wie gesagt, auch sehr, sehr stark werden. Professor Birks Pokémon-Labor. Deswegen kann es sein, dass sie doch ein bisschen zu einfach wird. Mal sehen, wie es in dieser Edition sein wird. Mal sehen. Sonst muss ich halt in Zukunft eine Solo-Man-Challenge draus machen. Mal gucken, da wird eben nur mit einem Pokémon gespielt und hier ist nicht Professor Birk. Denn das bist du definitiv nicht, du bist nur ein Assistent. Das kann ich euch schon mal erzählen. Ich nehme mal an, wir müssen jetzt nach oben gehen. Vielleicht ist dort der gute Professor und da ist ein kleiner Junge mit blauen Haaren. Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Jemand muss doch helfen. Ja, tu es doch selber, Mensch. Dann gehen wir eben nach oben. Hilfe! Was ist los? Da ist der gute Professor Birk, der von einem Pfiffchen angefallen wird. Was sollen wir tun? Scheiße, was sollen wir tun? Hilfe, du dort drüben! Bitte, Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball! Ne, ich geh weg. Wo willst du hin? Lass mich nicht im Stich! Na gut, dann machen wir es eben. Ich könnte auch einfach vorbeigehen. Ne, kann ich anscheinend nicht. Okay, wir müssen zum Beutel. Wir haben keine andere Wahl. Alles klar, wir müssen anscheinend eins dieser Pokémon wählen. Professor Birk ist in Schwierigkeit. Schnapp dir einen Pokémon und hilf ihm. Wir haben den Waldgecko Gekabor. Wir haben Lehmhüpfer Hydropi. Und wir haben das Küken Flemly. Und wir werden Flemly nehmen als Starter. So viel ist schon mal geplant. Denn ich habe natürlich vorher schon an der Teamplanung gesessen und habe mir zwei Pokémon ausgesucht, die man relativ früh bekommen kann. Natürlich einen Starter und ein anderes Pokémon. Und die beiden werden zusammen sehr, sehr gut harmonieren und viele Typen abdecken, die wir auf jeden Fall gebrauchen werden in einer Duo-Team-Challenge. Deswegen wird jetzt Flemly genommen. Los geht's mit unserem ersten Kampf gegen ein wildes Pfiffchen. Ach ja, Pfiffchen, weiblich Level 2. Und wir beginnen mit Flemly. Leg los. Übrigens, ein kleiner Fun-Fact. Ich habe mal Rubin privat gezockt und genau dieses Pfiffchen bei der Begegnung mit Professor Birk ist shiny gewesen. Ein shiny Pfiffchen und man kann es nicht fangen, weil man noch keine Pokébälle hat. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Aber ich habe es auf Band, Leute, ich habe es auf Band. Okay, kratzen wir das Ding weg erstmal. Und schon mal die Hälfte an KP weg, das ist sehr gut. Und tschüss, das soll es gewesen sein. Das war keine große Herausforderung, okay. 15 Erfahrungspunkte, so will ich das sehen. Ach, die alte Musik, Leute. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Wie konnte das nun passieren, Mensch? Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi, du bist doch Capco. Aber dies ist nicht der richtige Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Ja, lebend gang, warum noch nicht? Ah, du bist also Capco. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Capco erhält Flemly. Alles klar. Professor Birk. Achso, ich dachte, das sagt ihr selber. Willst du dem Flemly einen Kosenamen geben? Ja, das mache ich. Denn wir wollen mit einem epischen Duo kämpfen und mir sind auf jeden Fall gleich zwei Namen eingefallen, denn es geht hier um meine Lieblingsspielereihe. Und zwar Professor Layton. Und wer würde sich dann nicht anbieten als Herschel Layton und Luke Triton soll heißen? Wir werden dich jetzt Herschel nennen. Ich glaube, ich schreibe dich jetzt erstmal klein. Einfach, weil ich es kann. Herschel, ich hoffe, ich schreibe dich auch richtig. Na gut, ein epischer Name für ein wunderschönes Pokémon. Das Haar ist ja oben. So, Herschel. Okay. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben, ne? Herschel? Ja, das passt so. Und natürlich wird unser zweites Pokémon dann Luke benannt. Oder nach Luke benannt. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Mein Nachwuchs Maike studiert an der Route 103 Pokémon. Hast du nicht Lust, Maike dort zu suchen? Nee, irgendwie nicht. Anscheinend doch. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Gut, dann soll sie das tun. Alles klar, jetzt haben wir unseren Herschel dabei. Schauen wir mal nach. Pokémon, wie sieht denn Herschel so aus? Männlich, immerhin passt das Geschlecht. Von Typ Feuer, hastiges Wesen. Okay, ich weiß auch gerade nicht, was das bewirkt, ist aber auch egal. Kratzer und Heuler. Ja, damit kann ich auf jeden Fall leben.
Alles klar, Herschel, machen wir uns auf den Weg zu epischen Abenteuern. Aber du wirst ja nicht allein bleiben. Mal gucken. Route 103 wird gesucht, natürlich. Klar, wir sind nicht auf Route 103, sondern Route 101. So. Darum geht's nach Rosalstadt. Haben wir schon auf der Karte gesehen. Das heißt, wir machen zwar auf den Weg dorthin und gleich ein wildes Pokémon. Ein Wampel. So, aber wir müssen jetzt nicht gegen jedes Pokémon kämpfen. Wir werden später auch genügend Erfahrung sammeln, auf jeden Fall. Flucht. Epische Flucht, alles klar. So, direkt nach Rosalstadt. Der Weg ist ja auch nicht allzu weit und so sind wir da. Schon sind wir da, alles klar. Rosalstadt mit einem Pokémon-Center und einem Haus und einem komischen Typen. Wer bist du denn? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Okay, kommst du bitte einmal mit mir? Das können wir gerne machen. Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Es ist an einem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, das ist ein Item quasi als Werbegeschenk für dich, ne? Quasi, verstehen Sie? Ah! Trank erhalten. Sehr schön, haben wir auch schon einen. Kein Problem. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden. Da ist es in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Das glaube ich wirklich. Okay. Danke für deine Hilfe. Rosalstadt, wo Dinge selten ihren Anfang nehmen. Ja, weil sie meistens im Wurzelheim beginnen, ne? Okay, wo kann ich jetzt lang? Hier ist noch ein komischer Typ. Hallo. Ah, warte, bitte nicht dort entlanglaufen. Ich habe dort die Fußspuren eines seltenen Pokémon gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Natürlich, warum auch nicht. Dann gehen wir halt Richtung Norden. Vielleicht ist da die Route 103. Und ja, da ist sie tatsächlich, okay. Und wieder auch wilde Pokémon, alles klar. Aber auch hier wird nicht unser zweites Pokémon warten, was wir in der Duo-Team-Challenge mitnehmen. So, Herschel, wir werden wieder elegant flüchten. Vielleicht könnt ihr ja schon erraten, welches zweite Pokémon unserem Team joinen wird. Mal gucken. So, und ich sehe schon, da oben ist Maike. Besuchen wir sie mal. Hallo, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Ach, bin schon wieder überrascht. Oh, hi, Capco. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Okay, sehr unerwartet, aber damit konnte man eigentlich auch eher rechnen, würde ich sagen, oder? Na egal. Unser erster Trainerkampf gegen Pokémon-Trainer Maike mit ihrem Hydropi. Na Mensch. Herschel, hau das Ding... Ja, fertig, wollte ich gerade sagen. Hau das Ding fertig, besser gesagt. Kratz ist tot, hole. Okay, Tackle. Au! Das war viel. Okay, wir machen ungefähr gleich viel Schaden. Ich mach mal einen Heuler, Leute. Das heißt, wir können erstmal schön den Angriff von dir senken. So, dann machst du mir nicht so viel Schaden. Wieder Tackle. Wie viel macht's jetzt? Ja, 3. Damit kann ich leben. Okay. Kratzer. Und jetzt bist du plötzlich schneller. Okay. Das hätte ich eben machen sollen, Leute. Das hätte ich eben machen sollen. So, noch ein Kratzer. Du machst wieder Tackle. So, Hauptsache jetzt kein Crit. Das waren 3 KP Schaden. Oh, ich mache den Crit. Sehr schön. Sehr schön. Der war nötig. Sonst hätte ich eben noch einen Trank nutzen müssen. Andernfalls hätten wir nicht gewinnen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Und Level 6 für Herschel. Sehr schön. Okay. Das ist ein sehr schöner Werteboost zu Anfang. Der gefällt mir. Fast sogar Level 7. Und er sieht gegen Maike. Wow, das war spitze. Capco, du bist ein Naturtalent. Natürlich bin ich das. So, ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst seit kurzer Zeit und es mag dich bereits. Woher willst du das wissen? Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Na gut, wenn du meinst, dann folgen wir dir eben. Ja Mensch, das war auch ein sehr einfacher und spannender... Einfach unspannend, natürlich beides gleichzeitig. Ein sehr spannender Kampf zu Anfang des Projektes. Und ich würde sagen, wir heilen erstmal unser Team. Und Maike wartet schon auf uns, sehr schön. Ach ja, alte Grafiken, ist das schön, Leute. Ach ja, so, erstmal heilen. Plop. So, damit wäre Luturzel auch... Luturzel? Oh, jetzt habe ich gespoilert. Natürlich Herschel geheilt. Ich kann ja jetzt eigentlich auch verraten, dass Luturzel unser zweites Pokémon wird, wie ich jetzt darauf kam. Keine Ahnung. Auf jeden Fall passt es ganz gut ins Team. Gecko, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, das weiß ich doch, Mensch. Ich weiß doch, wo das Labor ist. Mensch. Na gut. Flupp. Und wir hüpfen erstmal den Abhang hier hinunter. Und Wurzeln, wir sind wieder da. Und ich würde sagen, gehen wir mal ins Labor. Mal sehen, was der gute Professor zu sagen hat. So. Da warten sie schon. Oh, hallo, Capco. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen. Aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Capco hält den Pokédex. Cool. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche.
Oh wow, Capgold, jetzt hast du auch einen Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Einen Pokéball erhalten. Oder sind es noch mehrere? Man weiß es nicht. Pack Pokéball in die Tasche über. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Okay, das ist doch schön. Und das war's auch schon. Gucken wir mal schnell, Beutel. Jetzt haben wir auch einen Pokédex zur Auswahl. Und wir haben 5 Pokébälle erhalten, alles klar. Sehr schön, Leute. Und ich würde sagen, damit können wir jetzt endlich unser Abenteuer starten. Allerdings nicht mehr heute. Das wird nämlich erst im nächsten Part wieder passieren. Das war's für heute mit Let's Play Pokémon Diamant, wollte ich schon sagen. Let's Play Pokémon Saphir Edition Duo Team Challenge. Im nächsten Part, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Rosalstadt. Mal gucken, ob wir von da aus weiterkommen. Vielleicht sogar nach Blütenburg City zu unserem Vater. Und dann können wir auf dem Weg vielleicht sogar schon unser zweites Pokémon Lotuzel fangen. Alles weitere werden wir dann im nächsten Part sehen. Bis dann und auf Wiedersehen.